Ja, vielleicht an dieser Stelle mal eine Frage an Sie, meine Damen und Herren. Wie geht's Ihnen? Haben Sie noch Energie? Noch Power? Ja, Daumen hoch sehe ich in der ersten Reihe, aber nur. Wie sieht's in den hinteren Bänken aus? Ja, ist noch Energie da? Ja, also. Ja, aber wenn Sie sich jetzt vielleicht so ein bisschen ausgepowert fühlen, wir liefern jetzt die nötige Infrastruktur, dass wieder Strom durch die Adern fließt, dass der Energiefluss gegeben ist und wir unsere Akkus wieder aufladen können. Warum sage ich das? Ich sage das, weil ich jetzt mit einem Mann spreche, der unter anderem dafür sorgt, dass unsere E-Autos wieder fahren, aber eben nicht nur das. Der Mennekes-Stecker, der hat europaweit Standards gesetzt und das von Kirchhundem aus. Begrüßen Sie mit mir Christopher Mennekes. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, sind wir in einer anderen Show, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Wir sprechen ein bisschen über das, was Sie tun. Wir haben gerade schon gehört, wir haben über Lennestadt gesprochen, jetzt geht es nach Kirchhundem. Also wir sind wirklich im ländlichen Raum, wo aber wunderbare Ideen geboren werden können und die auch umgesetzt werden. Darum geht es ja gerade. Wenn wir über das große Wort Transformation in der Wirtschaft sprechen, dann landen wir eigentlich automatisch auch in Ihrem Unternehmen. Wie lautet darauf bei Ihnen die Antwort? Ja, die Transformation ist, denke ich, für unser Unternehmen jetzt in erster Linie eine große Chance natürlich. Wenn man elektrifiziert, wie wir das tun, für Industrie und für Mobilität, dann hat man da erstmal eine ganz gute Ausgangslage, will ich mal sagen. Denn die Welt soll elektrischer werden, damit sie eben effizienter wird und eben auch mehr Grünstrom einsetzen kann am Ende des Tages. Und ja, das haben wir eigentlich immer schon bei uns in Kirchhundem gekonnt, seit fast 90 Jahren jetzt. Die karge Scholle des Sauerlandes hat uns da auch immer so ein bisschen die Innovationskraft, sag ich mal, gegeben, uns immer wieder neu zu erfinden. Seit 15 Jahren machen wir jetzt Elektromobilität tatsächlich. Und deshalb sehe ich die Transformation da natürlich ganz klar als Chance. Obwohl es keine Reise ist, die ohne Ruckeln, sag ich mal, durchläuft. Wir erleben das alle, dass gerade die wirtschaftliche Situation schon ein bisschen schwierig ist. Das gilt auch für diese Sonderkonjunkturbranchen, wie man sie ja manchmal nennt. Das ist dann schon mal ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn man mal ein bisschen außerhalb von Mennekes schaut, in die Unternehmerwelt, da bin ich doch ein bisschen besorgt, dass diese Transformation schon mal zu sehr, zu stark, zu schnell gewollt ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in Deutschland diese Transformation so hinbekommen, dass wir Nachahmer in der Welt finden. Ich glaube, das wäre ganz wichtig dabei. Und deswegen dürfen wir uns an der Stelle nicht überfordern. Heißt nicht, dass wir unbedingt Tempo rausnehmen müssen, aber ich glaube, staatliche Eingriffe, die helfen wenig. Ich glaube, man darf, das sage ich auch gerne immer in Richtung Berlin, etwas stärker auf die Märkte vertrauen. Und auf die Unternehmer. Auf die Unternehmer, am Ende auch auf die Verbraucher, die genau wissen, ob sie sich ein E-Auto kaufen sollen oder eine Wärmepumpe kaufen sollen. Und dann gelingt es am Ende besser und schneller und es gelingt vor allem und wir haben dann die Nachahmer in der Welt. Und wir haben ja auch eben schon gehört, auch Herr Krämer hat das gesagt, wenn man etwas nicht aus Überzeugung macht oder mit der Seele dabei ist, dann funktioniert es ja auch nicht. Ne? Also man muss ja davon überzeugt sein, von dem, was man tut. Jetzt hat die Steckernorm ja wirklich ihrer Zeiten nicht nur Schlagzeilen gemacht im positiven Sinne, sondern hatte ja wirklich eine Strahlkraft gehabt von Kirchhundem aus. Sie haben es gerade so als karge Scholle im Sauerland bezeichnet. Das ja, finde ich jetzt ein bisschen, also ein bisschen was los ist ja da auch. Aber das, wie ist das gelungen? Das muss man ja einfach auch immer wieder mal sagen, lag das an der Energie, die Sie da einfach doppelt reingesteckt haben, eben weil Sie von der kargen Scholle aussprechen? Ja, die karge Scholle ist jetzt natürlich ein bisschen flapsig gesagt, aber ich glaube schon, dass da ein bisschen Innovationskraft drin schlummert, ne? Wenn man sich immer wieder neu erfinden muss, das haben wir getan und wir haben immer nach neuen Geschäftsfeldern für unsere Steckvorrichtung gesucht und irgendwann tauchte dann Tesla am Horizont auf und mein Vater, der da vorne sitzt, sagte dann, ja, wenn das Auto elektrisch wird, dann brauchen die vermutlich auch einen Stecker. Und Stecker können wir. Der Verdacht besteht. Und dann haben wir einen Stecker entwickelt, der dann offenbar so gut war, dass wir viele
in der Autobranche, bei den Energieversorgern, am Ende auch in der Politik überzeugen konnten, dass es eine ganz gute Lösung ist. Und so hat es sich dann durchgesetzt. Und sind wir natürlich stolz drauf, dass wir quasi das Symbol des Elektroautos ein Stück weit besetzen konnten in Europa. Und wir hatten da auch tatsächlich Gespräche geführt mit Leuten, mit denen wir vorher noch nie gesprochen hatten. Das war ganz, ganz spannend. Bis hin ins Bundeskanzleramt. Mein Vater war da mit viel Schweiß unterm Arm, aber mit Erfolg am Ende rausgekommen aus der Elefantenrunde dort. Und so hat es funktioniert. Aber der Stecker ist 10 Jahre mittlerweile her. Seit 10 Jahren ist er Standard in Europa. Mittlerweile geht es doch mehr um Bits and Bytes als um Ampere und Volt. Das muss man ganz klar sagen. Also Innovationskraft in der Hinsicht bedeutet auch, dass man sich viel stärker mit Software, mit IT auseinandersetzen muss. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, alle hier als Unternehmer auch vereint und betrifft. Denn ohne das wird Transformation und Geschäftsfelder, die Transformation ermöglicht, letztendlich nicht lukrativ machen und diese Geschäftsfelder können dann nicht erschlossen werden. Mm. Darüber sprechen wir heute Abend übrigens auch noch in einer anderen, an einer anderen Stelle. Wenn Sie mal abschalten wollen, den Stecker ziehen wollen, so ganz privat mal wirklich durchatmen wollen, dann machen Sie Musik und so haben das auch lange Musik gemacht, nämlich als Trommler, ne? So da haben wir, glaube ich, auch ein Foto. Können wir das mal sagen? Da ist er ja ganz vorne an der Pauke. Herrlich, ja, oder? Ich denke Wahnsinn. Auch, das kann man mal mit Applaus hier feiern. Ganz ernste Miene, wie man das von mir kennt. Die Meggener Knappenkapelle. So ist das, genau. Also Heimatverbundenheit muss man ihnen nicht diktieren. Das funktioniert von selber. Das funktioniert von ganz allein. Da bin ich quasi sozialisiert worden. Mhm. Im Musizieren, durchaus auch im Bier trinken. Bernhard, schönen Gruß. Ja. Da gibt es ganz viele Vereine bei uns, gerade im Kreis Olpe, ganz tolle Musikvereine, die unglaublich gute Musik machen, wo junge Menschen auch teilweise dann in die berufliche Welt der Musik einsteigen, sei es bei der Bundeswehr im Orchester, da war ich übrigens auch, und in vielen anderen Orchestern deutschlandweit. Und das macht schon viel. Das ist, glaube ich, eine ganz besondere Eigenschaft bei uns, dass wir diese Verbindung zu diesen Orchestern haben. Und es bringt sehr, sehr gute Leute zusammen. Ne? Alt, jung, alle Interessenlagen. Und ich glaube, dass das diese Vereinszellen insgesamt, auch über die Musik hinaus, ein ganz wichtiges Asset ist, was wir hier in der ländlichen Region haben und auch unterstützen halten müssen. Das spricht für Sie und Ihr Engagement. Vielen herzlichen Dank, Herr Menekes. Gerne. Und da ist jetzt keine Trommel dabei, dafür war keine Zeit, dabei. Aber das ja. ist Ihr Porträt von Waldo. Wir schauen es uns gerne mal gemeinsam an. Ja, das sieht so aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst, würde ich sagen. Ne? Ist ja Stecker ist sogar da, ich halte es kurz in aber die Kamera. Aber der Stecker ist mit drauf, das ist doch super. Ja, ja. Prima. Das Modell. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich bin begeistert, ja. Wir haben ja gerade schon gehört, es darf auch womöglich getauscht werden, ne? Wenn man sich da noch mal so in Erinnerung behalten möchte. Gegen einen kleinen Obolus. Ich sage ganz herzlichen Dank für unser Gespräch und viel Danke Spaß. Danke. Dankeschön. Sehr. Vielen Dank.